Neben dem kolossalen Flop, der The Acolyte gewesen ist, wollte ich mir eine Serie raussuchen, die mir auch Spaß macht, bei der man abschalten kann, die man genießen kann. Ich mochte The Boys immer sehr, eine tolle erste Staffel, eine zunächst schwächere zweite Staffel, die sich gegen Ende aber wieder gut gefangen hat und eine ziemlich packende dritte Staffel. Und so dachte ich mir bei The Boys Staffel 4, da kann doch eigentlich nicht viel falsch laufen. Tja, naiv und gutgläubig wie ich bin, habe ich dabei die Boys-Spin-Off-Serie Gen V außer Acht gelassen, die schon als deutlicher Hinweis hätte verstanden werden können, dass sich auch bei The Boys Staffel 4 einiges ändern wird. Gravierend ändern wird. Darum wird es in diesem Video gehen. Achtung, leichte, unzusammenhängende Spoiler zu einzelnen wenigen Szenen voraus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich meine es im Ernst, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich recht gutgläubig, trotzdem wir diesen Kanal hier haben. Ich dachte zum Beispiel, dass der Peak von Wokeness in der Popkultur schon rum ist, weil mehr und mehr große Studios langsam verstehen könnten, es zieht bei den Zusehern einfach nicht mehr wirklich, wie zahlreiche Beispiele aus den letzten Jahren belegen. Die Leute wollen tolle Stories, keine inhaltsleeren südkalifornischen Moralbelehrungen. Und das war The Boys bisher nie wirklich. Ja, manchmal war die Serie klassisch woke, wenn man es so nennen möchte, aber im nächsten Moment hat sie sich dann auch wieder über Wokeness lustig gemacht. Sie hat sich durch Ausgeglichenheit hervorgehoben, besonders in den Staffeln 1 und 3 und wie gesagt auch Staffel 2 hat sich gegen Ende wieder gut eingekriegt. Die Geschichte im Großen und Ganzen wurde nie hinten angestellt, sie war packend, die Charakterzeichnungen tiefgehend und der Humor messerscharf. Wobei Witze und auch politische Botschaften nur stellenweise vorherrschend waren. Im Gegensatz zu diversen Marvel-Produktionen hat sich die Serie selbst ernst genommen und dafür habe ich sie echt gerne gehabt. Und mit dieser positiven Einstellung habe ich mich The Boys Staffel 4 zugewandt. Und schon bei der ersten Folge dachte ich mir dann, what the fuck? Bin ich noch bei The Boys oder in irgendeinem Fanfiction-Paralleluniversum, geschrieben von einem Think Tank von Gender Studies Studenten? Wo sind Subtilität, Subtext, Ironie und Spannung hin? Was ist aus dem Humor geworden? Und das wurde auch in den nächsten Episoden nicht besser, eher im Gegenteil. Butcher ist die einzige interessante Figur, die noch halbwegs intakt ist und er trägt die Serie ohne Frage, aber alle anderen Figuren machen einfach keinen Sinn. Wir haben Homelander, der ein Schatten seiner selbst ist, der nicht mehr in erster Linie bedrohlich ist, sondern geistig zurückgeblieben. Dafür bekommen wir die wunderbare Figur von Sister Sage, deren Superpower es ist, die cleverste Frau auf der Welt zu sein und alle und jeden bei jeder Gelegenheit daran zu erinnern, dass sie rassistisch sind. Vaught added the sister part. Can't have one of us without a racial qualifier. Hollywood's trained people to fall in love with white boy lone saviors. Appreciate the subtextual racism there. You wanna watch Transformers 2? The one with the racist robots? Wir bekommen Firecracker, die eine Redneck darstellen soll, und mit ihren Parolen so aufdringlich viel Screentime bekommt, dass der Reflex bei ihrem Auftreten jedes Mal ist, vorzuspulen. Aber ihre Figur soll lustig sein, weil dumme Rednecks, versteht ihr? Weil es im echten Leben auch so ist, versteht ihr's? Sehr subtiles Storytelling. Hugh ist einfach präsent, ohne irgendetwas zu tun und austauschbar, selbiges mit MM und Starlight. Oh, und es gibt jetzt übrigens Firecrackers-Verschwörungstheoretiker-Anhänger, die auch Homelander, der natürlich auch immer mehr zum Faschisten wird, gut finden. Und es gibt die Starlighters, die eindeutig die Vernünftigen und Guten sind. Ob uns die Serie hier irgendetwas sagen möchte? Oh, und wir erinnern uns an Frenchie und Kimiko. Tja, vergessen wir, was sich zwischen ihnen in den letzten drei Staffeln aufgebaut hat. Vergessen wir, dass die meisten Zuseher insgeheim wohl doch nicht ausgeschlossen haben, dass da doch nochmal irgendetwas zwischen den beiden laufen könnte. Wie gesagt, vergessen wir das alles, denn Frenchie hat seine sexuelle Orientierung von jetzt auf gleich einfach mal komplett geändert. Seine Wandlung wird aber nicht graduierlich gezeigt, so dass er diese Seite langsam in sich entdeckt oder so. Nein, er ist es einfach von jetzt auf gleich, weil wir halten hier doch nicht an veralteten heteronormativen Konstrukten fest, bitte. Wenn es einen roten Faden gibt, der sich durch die Staffel zieht, ist er nicht wirklich zu erkennen. Stattdessen besteht die Staffel aus einzelnen Geschichten der einzelnen Figuren, die nicht wirklich etwas miteinander zu tun haben und einfach nicht mehr ansatzweise so packend sind wie in den Staffeln davor. Hier ist es nicht mehr der Fall, dass die Story zuerst kommt und die politischen Botschaften folgen, es ist genau andersrum. Ein paar Beispiele gefällig? Wie wäre es zum Beispiel mit der sogenannten Undercover-Operation in Episode 2 auf einer Redneck-Convention? Starlight works with Oprah and Tom Hanks to set up a satanic home delivery service. Und das geht endlos so weiter, sodass man sich gezwungenermaßen irgendwann denkt, wir haben es verstanden, Leute. Auf besagter Convention verfolgen Frenchie und Kimiko dann einen Typen, aber anstatt irgendwie konzentriert zu sein oder so, scherzen sie herum, dass Frenchie ein bisschen Aubergine braucht.
Und das Ganze wirkt einfach wie eine aufgesetzte Slapstick-Komödie und nicht wie The Boys. Die nächste Szene ist übrigens dann in einem zufällig an die Convention angrenzenden Spa. Und wenn ihr verstörende Bilder sehen wollt, wie ein Typ mit seinen Doppelgängern Sex hat, dann seid ihr hier genau richtig. Solche Szenen ergeben sich nicht natürlich aus der Geschichte, wie es bisher der Fall gewesen ist. Sie sind so offensichtlich einfach nur eingestreut, um die Zuseher zu schocken. Und das ist The Boys einfach unwürdig. Auch Episode 3 ist nicht viel besser. Aber dann kommt Episode 4 und man bekommt Hoffnung. Kann es sein, dass sich die Serie jetzt um 180 Grad dreht? Kann es sein, dass die Charaktere jetzt auf einmal doch ihre Heldenreise durchmachen dürfen und dass ab jetzt doch eine Geschichte erzählt wird, die langsam Fahrt aufnimmt? Hatte die vierte Staffel vielleicht einige Ähnlichkeiten mit der zweiten, die auch einige Episoden Anlauf gebraucht hat? Homelander ist hier auf jeden Fall nicht mehr nur ein Vollhonk, sondern bekommt etwas von seiner alten Bedrohlichkeit zurück. Huey ist auf einmal nicht mehr nur ein passiver Beobachter, sondern tut auch mal was. Selbiges mit Starlight und Frenchie. Aber von ihren höchsten Höhen stürzt die Serie dann mit Episode 5 wieder rapide ab. Hier ist wieder der Fokus auf Slapstick, alles ist so überzeichnet und an Haaren herbeigezogen, dass es einfach nur ärgerlich ist. Aber trotzdem noch nichts gegen Episode 6. Das war die Episode, bei der ich die Serie dann abgebrochen habe, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Mit Episode 6 war bei mir dann ein Punkt erreicht, an dem es mir einfach egal war, ob die Serie in den letzten Episoden noch besser wird oder nicht. Wir bekommen noch mehr peinliche Rednecks unter die Nase gerieben, jeder Weiße ist rassistisch, zu jedem Schwarzen, bewusst oder unbewusst, alles ist einfach so bitter und spaltend, dass ich mit dieser Episode jegliches Interesse an den Figuren und an der Geschichte verloren habe. Da ist diese Szene zum Beispiel, wo sie sich mit den 30% der reichsten Menschen auf der Welt in einem Raum befinden, alles alte, dumme, sexistische, weiße Männer natürlich, was sonst, die, um die Klischees noch ein bisschen zu vervollständigen, auch noch alle gegen Abtreibung sind, und Victoria Newman sagt dann das: I just had abortion mansplained to me by a guy who refuses to be alone with any woman who isn't his wife or mistress. Worauf Sister Sage ihre Story erzählt, dass ihre Oma Krebs hatte, aber die Ärzte, die sie als, Zitat, satisfied fat crackers bezeichnet, wollten ihr nicht helfen, weil rassistisch und so. Und dann hat Sister Sage selbst ein Medikament in 3 Tagen synthetisiert und selbst dann wollten die Ärzte der Oma nicht helfen und sie ist schreiend vor Schmerzen verstorben. Und dann sagt sie, sie könnte zwar Krebs heilen und die Erderwärmung stoppen, tut es aber nicht, weil sie auch gleichzeitig gegen die Überbevölkerung vorgeht. Okay. Und dann sagt sie noch das: The only way women like us have ever gotten what we deserved. One hand in their pockets while the other slits their fucking throats. Das Herzchen, und darauf folgten dann noch ein paar weitere Fetischszenen, die ich nicht sehen wollte, und Homelander wird gedemütigt und Huey wird gedemütigt und irgendwann dachte ich mir, warum gebe ich mir das überhaupt, und habe die Serie damit beendet. Es ist schon traurig, was mit The Boys hier passiert ist. Immerhin war das ein Universum, das so einen guten Gegenpol zu dem weichgewaschenen MCU und zu der nichtssagenden Version des aktuellen DCUs geboten hat. Dass es mit The Boys bergab geht, sehe übrigens nicht nur ich so, man muss sich nur die Rotten Tomatoes Bewertungen ansehen, wie sie bei Staffel 1 begonnen haben und wo sie aktuell bei Staffel 4 stehen. Ich weiß nicht, was sich Amazon dabei gedacht hat, ehrlich gesagt, ich kann es mittlerweile einfach nicht mehr erklären. Was sie mit Rings of Power machen, ist mir im Prinzip komplett egal, der Zug ist ohnehin abgefahren. Aber The Boys tut schon ein bisschen im Herzen weh. Aber was denkt ihr über Staffel 4? Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Reinschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Hier ist unser Video zum aktuellen Pixar-Film, der Hoffnung darauf macht, dass wenigstens die Disney Company den Schuss langsam gehört hat und vielleicht in Zukunft wieder bessere Geschichten erzählt. Ich meine, hoffen kann man ja. Und wenn ihr Bock auf gute Geschichten habt, holt euch jetzt meinen Thriller Vesta, den es als Roman auf Amazon gibt. Alles Gute euch auf jeden Fall und bis bald.